Es war ein sonniger Tag in Ägypten, als Lukas und seine Freunde sich aufmachten, um die antiken Tempel in der Gegend zu erkunden. Sie waren voller Vorfreude und Abenteuerlust, als sie plötzlich auf den mysteriösen Tempel Abal-Mufid stießen. Der Tempel war alt und verfallen, doch er hatte etwas Anziehendes an sich, das die Freunde dazu verleitete, näher zu kommen und ihn zu erkunden. Als sie jedoch den Eingang erreichten, bemerkten sie laute Geräusche, die aus dem Inneren des Tempels zu kommen schienen. Neugierig und aufgeregt zugleich beschlossen sie, dem Lärm auf den Grund zu gehen und betraten den Tempel. Sie wurden von Dunkelheit und Stille empfangen. Der Tempel war riesig und verwirrend, mit vielen Gängen und Räumen, die in verschiedene Richtungen führten. Während sie sich durch die dunklen Gänge bewegten, bemerkten sie, dass der Lärm immer lauter wurde. Es klang wie das Murmeln und Stöhnen von Menschen in Trance. Es war ein unheimlicher und beunruhigender Klang, der ihre Haut zum Kribbeln brachte. Schließlich erreichten sie einen großen Raum, in dem sie eine unheimliche Szene erwartete. Menschen standen dort, reglos und wie in Trance. Einige von ihnen krochen auf dem Boden und stöhnten in einer Sprache, die die Freunde nicht verstanden. Es war ein unheimlicher Anblick und die Freunde waren verwirrt und ängstlich zugleich. Sie beschlossen, weiterzugehen und erforschten den Tempel weiter. Sie fanden weitere Räume, die voller seltsamer Symbole und Schriftzeichen waren. Einige dieser Symbole schienen lebendig zu sein und sich zu bewegen, als ob sie ein Eigenleben hätten. Die Freunde waren fasziniert und zugleich verängstigt von dem, was sie sahen. Plötzlich hörten sie Schritte hinter sich. Sie drehten sich um und sahen eine Gruppe von seltsam gekleideten Männern, die auf sie zukamen. Sie trugen Roben mit seltsamen Symbolen und hatten ein beunruhigendes Aussehen auf ihren Gesichtern. Die Freunde spürten, dass etwas nicht stimmte und beschlossen, den Tempel zu verlassen. Doch als sie sich umdrehten, bemerkten sie, dass der Ausgang blockiert war. Die Tür, durch die sie gekommen waren, war verschwunden und sie waren gefangen. Panik brach aus und die Freunde rannten durch den Tempel, um einen anderen Ausgang zu finden. Doch je tiefer sie in den Tempel eindrangen, desto seltsamer wurden die Symbole und Geräusche um sie herum. Sie wussten nicht, wie lange sie im Tempel gefangen waren, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Sie wurden von Hunger und Durst gequält und ihre Psyche wurde langsam zersetzt. Schließlich brachen sie zusammen und wurden von den seltsamen Männern gefunden. Die Männer brachten sie zu einem Raum, der mit seltsamen Schriftzeichen und Symbolen bedeckt war. Dort trafen sie auf einen alten Mann, der sich als der Hohepriester des Tempels Abal-Mufid vorstellte. Er erklärte den Freunden, dass sie auserwählt worden waren, um an einem alten Ritual teilzunehmen, das die Macht des Tempels stärken sollte. Die Freunde waren entsetzt und versuchten zu fliehen, aber es war aussichtslos. Der Hohepriester und seine Anhänger hatten eine unheimliche Macht über sie und sie waren gefangen. Der Tempel hatte etwas Dunkles und Mächtiges, das die Freunde nicht erklären konnten. Sie wurden in den Ritualraum gebracht, wo sie auf einer seltsamen Plattform standen, umgeben von den seltsamen Symbolen und Schriftzeichen des Tempels. Der Hohepriester begann ein unheimliches Gesang, und die Freunde spürten, wie eine unheimliche Macht in den Raum strömte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ob etwas in sie eindrang und ihre Seele durchdrang.
Sie spürten, wie ihre Körper und Geister von der Macht des Tempels übernommen wurden und sie sich nicht mehr kontrollieren konnten. Die Freunde waren nun Teil des Tempels, Gefangene einer unheimlichen Macht, die sie nicht verstehen konnten. Sie waren verloren und ihre Seelen waren für immer in den Mauern des Tempels gefangen. Jahre später wurde der Tempel Abal Mufid von Archäologen entdeckt, die ihn erforschten und seine Geheimnisse lüften wollten. Aber als sie den Ritualraum erreichten, fanden sie die Skelette von Lukas und seinen Freunden, die für immer von der Macht des Tempels gefangen gehalten wurden. Der Tempel hatte wieder zugeschlagen, und niemand wusste, wie viele Opfer er noch fordern würde. Die Archäologen waren entsetzt von dem, was sie sahen. Es war offensichtlich, dass Lukas und seine Freunde ein schreckliches Schicksal erlitten hatten, als sie in den Tempel eintraten. Als die Archäologen weiterforschten, begannen sie, seltsame Dinge zu bemerken. Sie hörten unheimliche Geräusche im Tempel, und manchmal hatten sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Einige der Arbeiter begannen zu glauben, dass der Tempel verflucht war und dass sie besser schnellstens verschwinden sollten. Doch die Wissenschaftler wollten die Geheimnisse des Tempels nicht aufgeben, und so beschlossen sie, die Forschung fortzusetzen. Doch bald bemerkten sie, dass die seltsamen Geräusche und das Gefühl, beobachtet zu werden, stärker wurden. Eines Nachts hörten sie ein seltsames Flüstern, das aus dem Inneren des Tempels zu kommen schien. Es war unheimlich und bedrohlich, und sie beschlossen, den Tempel zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Aber es war zu spät. Die Macht des Tempels hatte sie bereits ergriffen, und sie konnten nicht entkommen. Einer nach dem anderen begannen die Archäologen, sich zu verhalten, als wären sie in Trance. Sie krochen auf dem Boden, stöhnten und flüsterten unverständliche Worte. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden von der unheimlichen Macht des Tempels zurückgehalten und konnten nicht entkommen. Der Tempel hatte sie in seinen Bann gezogen und würde sie für immer gefangen halten. Seit diesem Tag wurde der Tempel Abal Mufid gemieden. Niemand wagte es, sich ihm zu nähern, aus Angst, dass er sie in seinen Bann ziehen würde. Aber die Macht des Tempels blieb bestehen, und diejenigen, die zu nahe kamen, fielen ihm zum Opfer. Der Tempel hatte seine Wächter, und er würde sie niemals freigeben. Im Laufe der Zeit wurde der Tempel Abal Mufid zu einer Legende, die in Ägypten weit verbreitet war. Viele glaubten, dass der Tempel von einer dunklen Macht bewohnt wurde, die niemand jemals besiegen konnte. Es gab jedoch immer wieder Abenteurer und Wissenschaftler, die versuchten, das Geheimnis des Tempels zu lüften. Doch jedes Mal, wenn sie es versuchten, endeten sie wie Lukas und seine Freunde oder die Archäologen, die Jahre zuvor in den Tempel eingedrungen waren. Die Macht des Tempels war so groß, dass es schien, als ob niemand jemals in der Lage sein würde, ihn zu besiegen. Der Tempel war wie ein Monster, das darauf lauerte, dass jemand ihm zu nahe kam, damit er ihn verschlingen konnte. Jahrzehnte später gab es Gerüchte, dass ein Team von Wissenschaftlern den Tempel Abal Mufid erneut untersuchen wollte. Viele waren skeptisch und glaubten nicht, dass sie erfolgreich sein würden. Aber die Wissenschaftler waren entschlossen und glaubten, dass sie endlich das Geheimnis des Tempels lüften würden. Als sie den Tempel erreichten, fanden sie ihn verlassen und unberührt vor. Sie begannen ihre Forschung und alles schien gut zu laufen. Doch dann hörten sie das unheimliche Flüstern,
das die Archäologen Jahre zuvor gehört hatten. Die Wissenschaftler begannen, sich seltsam zu verhalten, und es war offensichtlich, dass die Macht des Tempels sie ergriffen hatte. Sie konnten nicht entkommen und wurden für immer im Tempel gefangen gehalten. Und so blieb der Templar Baal-Mophit ein ungelöstes Rätsel. Es war ein Ort, den niemand jemals betreten sollte, es sei denn, er war bereit, sein Leben zu riskieren. Denn der Tempel war ein Ort des Todes und des Schreckens, der niemals besiegt werden konnte. Jahrhunderte gingen vorbei, und der Templar Baal-Mophit wurde von vielen Menschen vergessen. Diejenigen, die von ihm wussten, erzählten sich nur noch Schaugeschichten darüber, wie er Menschen in seinen Bann zog und sie für immer gefangen hielt. Doch eines Tages kam ein Mann namens Ahmed in das Dorf in der Nähe des Tempels. Er war ein Abenteurer und glaubte nicht an die Legenden und Geschichten über den Tempel. Er war davon überzeugt, dass er das Geheimnis des Tempels lüften und die Macht besiegen könnte, die ihn bewohnte. Er sammelte eine Gruppe von Abenteurern um sich und zog los, um den Tempel zu untersuchen. Sie betraten den Tempel und durchsuchten ihn gründlich. Doch alles schien ruhig und friedlich zu sein. Ahmed und seine Gruppe waren überrascht, dass sie nichts gefunden hatten. Sie hatten erwartet, auf das unheimliche Flüstern und die seltsamen Geräusche zu stoßen. Aber alles schien ruhig zu sein. Doch dann hörten sie ein Knurren, das aus dem Inneren des Tempels zu kommen schien. Sie folgten dem Geräusch und entdeckten eine versteckte Kammer im Inneren des Tempels. In der Mitte der Kammer befand sich ein alter Sarkophag, der seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet worden war. Ahmed und seine Gruppe zögerten, den Sarkophag zu öffnen. Aber sie waren entschlossen, das Geheimnis des Tempels zu lüften, und so öffneten sie ihn schließlich. Was sie darin fanden, war unvorstellbar. Der Sarkophag war leer, aber es gab Spuren von Blut und menschlichen Überresten. Es war, als ob etwas aus dem Sarkophag entkommen wäre. Plötzlich hörten sie das Flüstern und die seltsamen Geräusche, die die Archäologen und die Wissenschaftler Jahre zuvor gehört hatten. Ahmed und seine Gruppe bemerkten, dass sie in einem Trancezustand waren und begannen, auf dem Boden zu kriechen. Es war offensichtlich, dass die Macht des Tempels noch immer lebte und dass sie sie ergriffen hatte. Ahmed und seine Gruppe waren gefangen, genau wie alle anderen, die zuvor den Tempel betreten hatten. Und so blieb der Templar Baal-Mophit ein Ort des Todes und des Schreckens, der niemals besiegt werden konnte. Die Macht, die ihn bewohnte, war so groß, dass niemand jemals in der Lage war, ihr zu widerstehen. Der Tempel war ein Ort, an dem man besser nicht hinging, wenn man nicht bereit war, sein Leben zu riskieren. Das Dorf in der Nähe des Tempels war von den Schreien und den seltsamen Geräuschen, die aus dem Tempel kamen, verängstigt. Die Bewohner des Dorfes glaubten, dass es besser war, den Tempel in Ruhe zu lassen, um nicht die Macht, die in ihm lebte, zu erzürnen. Doch eines Tages kam ein junger Mann namens Mohit in das Dorf. Er war auf einer Reise durch Ägypten und hatte von dem Templar Baal-Mophit gehört. Er war fasziniert von den Geschichten und Legenden über den Tempel und beschloss, ihn zu besuchen. Die Bewohner des Dorfes versuchten, ihn zu warnen, aber Mohit hörte nicht auf sie. Er war entschlossen, den Tempel zu besuchen und das Geheimnis zu lüften, das er verbarg. Mohit kam am Tempel an und trat ein.
Er durchsuchte den Tempel gründlich und fand nichts Außergewöhnliches. Doch als er die versteckte Kammer betrat, hörte er das Flüstern und die seltsamen Geräusche, die Ahmed und seine Gruppe zuvor gehört hatten. Muhit versuchte zu fliehen, aber es war zu spät. Die Macht des Tempels hatte ihn ergriffen und er begann, in einen Trancezustand zu fallen. Er kroch auf den Boden und sah, wie die anderen Opfer des Tempels um ihn herum lagen. Muhit spürte, dass er langsam die Kontrolle über seinen Körper verlor. Er versuchte, sich zu wehren, aber die Macht des Tempels war zu stark. Er spürte, wie er in eine andere Welt gezogen wurde, in der er gefangen war. Als er seine Augen öffnete, befand er sich in einem dunklen Raum, der von Fackeln erleuchtet wurde. Vor ihm stand eine Gestalt, die ihm bekannt vorkam. Es war die Gestalt aus seinen Albträumen, die Gestalt, die ihn immer verfolgte. Die Gestalt sprach zu ihm, aber Muhit konnte nicht verstehen, was sie sagte. Er spürte, wie die Gestalt ihn ergriff und ihn in den Sarkophag warf. Der Deckel des Sarkophags schloss sich und Muhit war gefangen, genau wie all die anderen Opfer des Tempels. Der Templer Baal Mufid hatte wieder ein neues Opfer gefunden und es schien, als ob niemand in der Lage war, seine Macht zu besiegen. Muhit und die anderen Opfer des Tempels blieben gefangen, für immer gefangen in einer Welt des Schreckens und des Todes. Die Nachricht von Muhit Verschwinden verbreitete sich schnell im Dorf und in den umliegenden Gebieten. Die Einheimischen waren zutiefst besorgt über das Schicksal des jungen Mannes. Eine Gruppe von Abenteurern und Forschern entschied sich, den Tempel zu untersuchen und herauszufinden, was mit Muhit und den anderen passiert war. Sie wussten, dass es gefährlich war, den Tempel zu betreten, aber sie waren bereit, das Risiko einzugehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Gruppe betrat den Tempel und durchsuchte ihn gründlich. Sie fanden die versteckte Kammer und hörten das Flüstern und die seltsamen Geräusche, die Lukas und seine Freunde in den Trancezustand versetzt hatten. Die Gruppe war alarmiert und entschlossen, den Tempel zu durchsuchen, um die Ursache für das Phänomen zu finden. Sie stießen auf eine Krypta, die tief im Inneren des Tempels verborgen war. In der Krypta fanden sie eine alte Schriftrolle, die in einer unbekannten Sprache geschrieben war. Einer der Forscher erkannte die Schrift als die Schrift der alten Pharaonen und begann, sie zu übersetzen. Als er die Schriftrolle las, wurde ihm klar, dass der Tempel Baal Mufid ein Ort des Todes und des Opfers war. Es war ein Ort, an dem die alten Ägypter Opfergaben an die Götter darbrachten, um ihre Gunst zu gewinnen. Die Opfergaben bestanden aus Menschen, die in einem Trancezustand gehalten wurden, um sie als Opfergaben zu verwenden. Die Gruppe war schockiert und entsetzt über das, was sie entdeckt hatten. Sie wussten, dass sie den Tempel zerstören mussten, um die Macht, die in ihm lebte, zu besiegen. Sie beschlossen, Dynamit zu verwenden, um den Tempel zu sprengen. Sie planten sorgfältig und legten das Dynamit an strategischen Stellen im Tempel. Als alles vorbereitet war, zündeten sie das Dynamit und flüchteten aus dem Tempel. Die Explosion war so mächtig, dass sie das ganze Dorf erschütterte. Als sich der Rauch und der Staub legten, sahen die Einheimischen, dass der Tempel in Trümmern lag. Die Macht, die in ihm lebte, war besiegt und die Opfer des Tempels waren endlich frei.
Die Gruppe von Abenteurern und Forschern kehrte in ihre Heimatländer zurück und berichtete von ihren Entdeckungen im Tempel Abal Mufid. Sie erhielten Anerkennung und Lob für ihre Tapferkeit und Entschlossenheit. Muhit und die anderen wurden nie gefunden, aber es wird vermutet, dass sie bei der Explosion des Tempels ums Leben kamen. Der Tempel Abal Mufid wurde zum Symbol des Bösen und der Dunkelheit und blieb für immer in den Herzen und Köpfen der Menschen.